So. Los geht's mit der nächsten Runde. Das zweite Spiel, es ist ein super altes Spiel. Ein sehr nostalgische Gefühl machen sich in mir breit. Es handelt sich um das Millionenspiel. Viel Glück, großes Risiko, ein Millionengewinn. Ja, Janis Bruder und ich kennen das schon, allerdings. Wie reicht das Geld? Es ist schon 100 Millionen Jahre her. Ja, hier ist. Diese ganzen Chips fliegen immer in meinem Zimmer rum, also früher jedenfalls, und darum wird da wahrscheinlich was fehlen. Und wenn was fehlt, dann müssen wir es mit einem echten Geld auffüllen. Und wir müssen gucken, ob das vielleicht im Staubsauger ist. Ja. Ja, das ist ein Glücksspiel. Wir sehen hier den Plan vor uns, ja. Vorsicht, Glücksspiele können süchtig machen. Wir haben zu Beginn jeder 5 Euro. Ich finde, wir sollten. Wir haben zu Beginn. Ach so, für jedes gute Gefühl. 5 Euro. Nee, für jedes gute Gefühl. Wir sollten eine eigene Währung machen. Das sind jetzt RGT. 5 RGTs. RGTs, ja. Oder RGT-Coins. RGT. Ja, also am Anfang kann jeder setzen, ne, wie man das so kennt. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich setze 5 Euro und dann lege ich die hin. Und jeder legt dann so hin, wie viel er setzen will. Ist ja logisch. Dann würfelt man und die entsprechende Zahl wird diese Figur vorgesetzt. Landet sie auf einem beigen Feld, ist alles, was man gesetzt hat, verloren. Beiges Feld ist beige. Ach, das ist beige. Siehst du die Farbunterschiede? Hat irgendjemand eine Farbschwäche? Dann können wir das jetzt raus. Ja, für mich ist das alles braun. Okay, also braun. Helles Braun? Auf braun. Auf blau bekommt man nochmal denselben Wert, den man gesetzt hat. Also wird verdoppelt. Ja. Gelb wird verzehnfacht, darum ist auch eine 10. Rot wird verhundertfacht. Grün verliert man alles, was man nicht gesetzt hat. Okay. Ja. Auf Schwarz ist ein Sonderfeld, da würfelt man dann und dann passiert irgendwas Zufälliges, ne, wie man das kennt. Also Ereignis, so eine Scheiße. Das, also kann ich jetzt vorlesen, weil Fred das immer will. Nicht? Ja. Okay. Oh. Ja. Ja, das war's eigentlich. Wichtig ist noch diese Rentenkarte. Jeder hat hier eine Rentenkarte, die beträgt zurzeit 5. Eine Rentenkarte? Immer wenn man einmal mit dem Ding rum ist, aber wieder bei dem Pfeil ist, dann kriegt man so viel, wie da steht. Es gibt noch mehr hier. Nämlich noch 50 und 500. Die kann man sich im Laufe des Spiels, wenn man dran ist, kaufen. Und zwar die 50er-Karte kriegt man für 1000. Für 1000 Euro kriegt man die 50er-Rentenkarte und für 10.000 die 500er. Das bedeutet, wenn man dann da rumkommt, kriegt man 10.000. So, klar, ja. Gewonnen hat, wer zuerst 1 Million hat. Das Teil hier. Sobald jemand die Chance hat, 1 Million zu kriegen, legt man das hier in die Mitte, weil es cool ist. Ja, eigentlich war es das schon. Oder ist noch irgendwas offen? Also ich hätte gerne Sonnenbrille. Jeder würfelt, wer die höchste Zahl hat, fängt an. Wenn ich mit einfach mit einem Würfel würfel? Nein. Achso, die Reihenfolge des Setzes. Geht vom Würfler aus im Uhrzeigersinn. Ja, aber der Würfler ist zuletzt. Habt ihr euch gemerkt, was ihr habt? Ich hab eine 9. Ich hab 7. Ich hab auch eine 7. Und du? Okay, Matten fängt an. Das bedeutet. Groß. Ach, warum bin ich so dumm? Ja, das mach ich auch mal gerne. Okay, wer nimmt uns? Johannes Brot auf, fängt an zu setzen. Gut, ne? Bitte so, dass man weiß. Ja, okay, das ist dein Feld, das ist dein Feld, das ist dein Feld, das ist mein Feld. Das ist dann cool. Ja. Das ist dann cool. Dann kannst du das hier hinschreiben, die Namen. Ne? Ja, okay, kann ich machen. Ich glaube, ich setze sogar noch 4, ich bin mal krass heute. Wenn ich nichts mehr hab, was passiert dann? Dann also musst du warten, bis du einmal rum bist. Habe ich auch gedacht, dass man dort verliert, aber dann, weil dann kriegst du ja wieder 5. Musst du so lange warten, bis die Spielfigur einmal rum ist. Fuhr ist er. Achso, macht das einen Unterschied? So, wichtig ist übrigens, wenn du jetzt würfelst, man darf den ersten Wurf ablehnen. Falls man das doof findet. Aber nur den ersten. Dann darfst du nochmal würfeln. Und bei einem Pasch würfelt man nochmal. Und bei einem noch einem Pasch nochmal und immer nochmal und erst die letzte Zahl zählt dann. Also du setzt nicht nochmal. Achso, okay. Ah, ja.
Nichts geht mehr. Ja. Also ich fange jetzt an. Ja. Das ist eine 8. Du kannst auch erst gucken, ob du den ablegen willst. Ne? Aber macht in diesem Fall keinen Sinn, glaube ich. Oder? Ja, blau. 6, 7, 8, ja. Blau ist ja super. Hey, jetzt kriegen wir alle denselben Wert. Das sind 4 für mich. Wie viel hatten Sie auch für? Sie hatten alle nur 3. Sie sind sogenannte Pussys. Achso, wichtig noch. Gratis dazu gibt's da noch eine Zauberstabsocke. In grün oder rosa. Da kannst du deinen Zauberstab reinstecken. Und dann verkratzt er nicht. Und er wird schön warm gehalten. Wer braucht denn bitte einen warmen Zauberstab? Oh, diese Leute nennt man Schwuchteln. Das ist übrigens 1 Euro. Sie sind so geil. Nein, das ist der RGT. Komm, noch 3 jetzt. Hast doch nur 3 gesetzt. Tja, schade, nee, Pech. Nicht. Du hast mir gerade einen geklaut. Nee, ich habe hier 4. Die habe ich gerade genommen. Ja, aber das sind doch mehr als 4. Du hast mir gerade echt nicht geklaut. Nee, das geht doch gar nicht. Ich hab doch 5 Euro. Ja, aber Nick hatte. Ich meine, Gronis hatte wirklich 4. Ja, die können doch nicht einfach weg sein. Nee, ja, eigentlich nicht. Hey, aber es sind doch auch 4. Ja, du brauchst doch jetzt Bücher. Oh Gott! Ah, Mann. Hä? Du hast aber 5, einer fehlt dir doch, oder? Ja, ich bin jetzt gerade voll verwirrt. Nee, man hatte ja am Anfang 5. Ja, du hast 4 gesetzt. Genau. Du hast nochmal 4 gekriegt. Dann müsste ich jetzt ja. Nimm dir doch einfach noch einen. 9. Ja, aber das kann doch nicht plötzlich weg sein. Ja, guck doch mal. Ich hab auch hier 4. Und das sind auch 4, ihr habt gekriegt. Ja, so. Ihr eins zu viel. Danach. Ja, okay, dann nehme ich mir jetzt noch einen. Ich bin vielleicht wieder runtergeschrieben. Irgendwas war noch wichtig jetzt gerade. Ach so, sobald man auf die nächste Stufe aufrunden kann, es gibt 1er, 10er und 100er und 100.000er, 10.000er und 1.000er, muss man die auch hier wechseln. Das ist irgendwie anscheinend wichtig. Das heißt, sobald man 10 hat. 6, 7, 8, 9, ja, hat jetzt niemand. Aber. So, wir haben kurzer Cut, wir müssen kurz auf Klo alle. Oh. Eine Stunde lang. Und was ist gerade passiert? Wir haben gerade Geld bekommen. Eine gewürfelt. Achso, dann ist jetzt wohl Johannesbrot dran. Müssen wir nicht erst setzen? Okay, ja, natürlich. Aber du bist trotzdem dran, das heißt, ich muss setzen. Was ist eigentlich das Höchste, was man würfeln kann? Die 12, ne? Obwohl, nee, es gibt ja auch Pasch und so weiter. Kommen wir über das Beige rüber? Es ist halt immer noch Glück! 7, 8, 9, 10, 12. Das ist ja schön. Ich setz mal 4. Das ist falsches Feld. Sheesh, das hat er nicht gemacht! Voll gut, wenn man jetzt auf grün kommt, dann verliert er alles. Ja. 4 auch? Ja. Ich auch. Ich geh mit. Okay. Hättest du machen lassen. Nichts geht mehr! Sheesh! Oh nein, da musst du nochmal! Aber du kannst ihn nicht annehmen. Wenn du willst. Ja, dann ist ja nicht. Muss er trotzdem nur. Nein! Ja, aber dann wird er zusammengerechnet. Das heißt, wir kommen irgendwo dahin. Oh, den nehme ich nicht an. Aber den nächsten musst du annehmen. Eine 5. Heide Witzka. 1, 2, 3, 4, 5! Alles weg. Fuad war schlau. Wer hätte das gedacht, dass das mal vorkommt, ey? Niemand. Niemand. Da sind sich alle einig. What? Okay, ich übergebe. Danke. Bitte setzen Sie. Warum? Egal. Scheiße. Okay, ich vertraue darauf, dass ich auf eine 10 komme. Darum setze ich jetzt 4. Ja? Okay, nichts geht mehr. Eine 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist doch schön. 1, 2, 3, 4, 5. So, das heißt, mal 10. Also kriege ich 30 wieder. Das heißt eigentlich, 40. Den Wert, den man gelegt hat, in gelben. 40. Also 1, 2, 4, 4,
Sie haben nur zwei gelegt. Ja. Wie erbärmlich. Und du? Drei. Gut. Das ist doch schön, wenn man ein bisschen was hat hier. Ich übergebe mich. So, bitte setzen. Bitte setzen. Ich sitze doch schon. Da ist ein Gelber. Hallo, Herr Bank. Entschuldigen Sie, Herr Bank. Herr Bank, es tut mir leid. Ich konnte leider nicht machen. Ich konnte nicht überweisen, weil ich habe den Überladungsbogen in den Briefkasten von meinem Nachbarn geworfen. Es tut mir leid, leider. Ich konnte nicht machen. Denkt dran, bei Grün verliert man alles, was man nicht gesetzt hat. Aber ich glaube nicht, dass wir auf Grün kommen. Ich vermute eher, dass wir auf Beige kommen. Ich setze einfach mal so zwei Fun-Dollar. Nein, EGT-Coins. Fun, Alter. Ist so richtig Fun-O-Fun. Ja. Ich kenne da so ein tolles Spiel. Du musst es unbedingt mal ausprobieren. Ja, dieses Spiel ist super geil. Spiel es doch mal auch mal lang, denn es macht riesen Fun-O-Fun. Ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Spiel es auch mal an, denn das ist ein super Erlebnis. Und ich sag dir es, kauf es dir nun. Nur 70 Euro. Max Payne. Ja, Max Payne 3. Ja, das beste Spiel des Jahres. Ja, des Jahres 2012. Los! Nein! Ah! Ja, gut, dass ich mit die Fun-Dollar gesetzt habe. Oh Gott, ey, ich hab voll relativ keine Ahnung. Ich bin so schlecht im Glücksspielen. Weil da geht's halt immer, kommt's immer auf Glück an. So. Ich jetzt? Ja, aber das heißt, Johannesbrot muss als erstes setzen. Ja, das ist wahrscheinlich, dass wir auf Grün kommen, ne? Warte mal, das heißt, man verliert alles, was man hat. Alles, was man nicht, alles, was man nicht gesetzt hat. Ja, das. Also, ja. Das ist ja, also quasi. Das bedeutet aber, wenn man jetzt alles setzt und auf Beige kommt, dann hat man auch alles verloren. Dann ist es ganz schön schwer, muss ich sagen. Oh, geil. 10 Euro. Ja, aber da passiert dann immer irgendwas. Ja, das ist mega. Also. Ich. Fuck, Alter. Ich mach das irgendwie so. Alter. Was? Okay. Zählt nicht. Nee, das zählt nicht. Voll durchs Bier. Oh! 1 oder 5, ja. Tja. Ja, Fu hat mal wieder recht gehabt. Fuck. Das ist ein Spiel der umgedrehten Dinge. Das sieht nicht. Nix, ich verliere es einfach nicht. Echt? Ich kenne noch nicht mal was. Okay. Okay, gleich kommt das rote Feld. Okay, ich muss setzen, ne? Warum liegt das da noch? Das muss weg. Ich bin nicht die Bank, oder? Hä? Ach so, das hast du verloren. Ach nee, das hab ich gekriegt. Ja, das hält mir das doch. Gesetzt. Das hat er gesetzt. Hä? Ja. Oder? Ja, Umkehrpsychologie. Ich hab gedacht, das kommt weg, darum muss ich es liegen lassen. Ach so. Kommt man da nochmal drauf? Oh, das ist voll schwer, ey. Oh, ich hasse so ein Kackspiel. Warum spielen wir das? Ich weiß auch nicht. Ich hab's ja nicht ausgesucht. Das ist 50-50. Ja, mach, ja, komm, mach. Es hilft letztlich nicht. Sagen das viele Leute zu Trump auch. Guck mal, ich habe ihn nicht gewählt. Ich glaube eher, man landet, glaube ich, eher auf Beige. Das heißt, ja, trotzdem in den Konsequenzen leben, ne? Ist das nicht schlimm? Ich lieber mehr. Genau so wie wir jetzt in diesem Spiel. Das heißt, ich liebe die Tausend. Keine Ahnung, Mann. Wie Donald Trump. Okay. Achso, ich jetzt, ne? Ich hab jetzt nur noch 10, Alter. Ja, gibt's auch noch. Weiß, man übersieht den. Warte mal, das heißt, man würde das Hundertfache kriegen und right. Das heißt, man verliert alles. Ja. Also das heißt, nein, das, was du gesetzt hast. Aber man muss dran denken, man nennt mich auch den Pascha, weil ich gerne Pasch werfle. Ja, okay, ich behalte. Ich bin raus. Das ist eh erst mal raus. Ja, das ist echt voll kacke, Mann. Ach, es macht doch keinen Unterschied, ob ich jetzt... Du hast eh nur 10. Ja. Ja, ja, dann also musst du dir jetzt überlegen, was du... Ja. Nichts geht mehr. Ja. Du setzt auch nichts. 7.
Schade. Nee, eigentlich war es so, wie es geplant war. Okay. Ich bin wohl dran, ja. Dann setzen Sie bitte vor. Das ist wieder irgendwie 50-50 hin. Na komm, Alter, scheiß drauf. All in. All in! Aufstehen. Alles auf Riesen. Ja, oder instehen geht auf. Okay. Nichts geht mehr. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das machen wir doch glatt. Bäm, Alter. Das Hundertfache. Yeah, 200 bitte. 200 bitte. Also, ja, ich krieg nichts. Ein Tour kriegt 2. Und was bedeutet das? Weiß ich nicht. Muss ich mal aufrechnen. Was ist denn 4 mal 1? Das heißt nochmal blau. Ja, 100. nee, warte mal, was bedeutet das? Mann, das sind 40. Ja? Ja. Seid ihr behindert? Nicht? Seid ihr dumm? 100 sind das doch. Hä, dann kriegt man ja aber für die 10. Ja. Warum habe ich das für die 10er gerade falsch ausgezeichnet? Ja, stimmt, das hat. Ihr merkt das nicht mal, wie schlecht. Ich hab's gar nicht gemerkt. Ja, 10 mal 100 wären doch dann, dann ja, kriege ich ja noch 9 Stück oder was? Ja, warte mal. Warte mal. 10 mal 100. Jetzt, du kriegst jetzt 4 mal 10, oder? Ja. So, und hast du auch die 2 Zehner gesetzt? 4 mal 10 krieg ich 4 mal 100. 4 mal 100, und hast du auch die 2 Zehner gesetzt? Ja. Sind das dann 1000? Ja. Dann kriegst du jetzt die ersten Scheine, Mann. Ja, Mann. Ich krieg nämlich auch 2 Scheine. Ja, und wenn ich jetzt 10 nehme, dann kriegst du auch einen Schein. Achso, cool. 2 Scheine, was hast du? Ja, oh, ein Schein, Junge. Und denken Sie dran, mit 1000 kann man sich bereits die nächste Runde. Tu die beiden rauf nochmal rein. Mit 1000 kann man was? Ich will die nächste Rentenkarte haben. Wo rein? Die können in die Kasse. Was? Ich will die nächste Rentenkarte. Ja. Ich auch. Die will jetzt ersetzen. Rentenkarte? Ja, wenn du mich nie wieder rüberkommst mit der Spielfigur, dann kriegst du nochmal 50. Ja, ich mach das auch. Kriegst du 50 statt. Achso. Könntest du dir auch für 1000 kaufen? Ja. Du hast mir ja schon 50 gegeben. Also. Nee, wollte ich Lennart eigentlich. Achso. Ja, dann mach ich dasselbe. Schön. Fuhr ist dran. Fuhr liegt, glaube ich, vorne. Sozusagen. Für die Zuschauer. Was? Du musst den nächsten zum Setzen aufhören. Können Sie bitte setzen? Ja, ich habe nur ein Glas Wasser geholt. Das ist mir sowas von scheißegal. Eingefressen. Setzen Sie bitte, ja? Jetzt. Setzen Sie bitte alles, was Sie haben. Jetzt. Ach, Idiot. Das ist gut. Das hast du dir leicht beeinflussen lassen. Hätte ich ja nicht gemacht. Ich guck schon wieder. Hey, setz das doch. Mach doch was. Die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass wir auf Blau landen. Klar, stimmt überhaupt nicht. Das geht jetzt ewig so weiter. Ich glaube auch nicht, dass wir da landen, ehrlich gesagt. Ich setz mal einen. Weißt du, warum das wichtig ist, dass man das immer gleich wechselt? Passe. Was übrigens vorher machen müsste? Ja, dann bitte stopp, bevor es weitergeht. Das ist deine blauen. Sobald du wechseln kannst, musst du wechseln. Damit so immer, weil du kannst jetzt nur sagen, ich setze das. Weißt du? Weil du dann immer nur alles setzen kannst, sozusagen. Ja, aber wieso muss ich die blauen wechseln? Ich kann die nicht wechseln. Boah, geil, wir haben keine 5. 10 müssen jetzt sein, anstatt. Kannst du das werden wir aufnehmen an deinem Handy runter. Ich wollte nur sagen, wir haben noch Thunfischsalat. Geil. Das ist echt geil. Ich passe übrigens und ich würfel. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Oh, Mist! Scheiße. Ja, da müssen erst alle anders setzen. Ich lass mal weg und gib ihm 50. Boah! Gut kriegen. Warum gibst du mir da eine Anweisung? Ja, mir auch, was auch 50. Weil ich die Bank sein will. Das ist ja 4, 5, bitte sehr. Wieso kriegt man jetzt 50? Weil wegen der Rentenkarte. Ja, dann möchte ich auch 50. Ich will auch! So, komm ich jetzt? Ja. Ja, das heißt hier, warum würfelst du? So geil. Die Johannesbrot muss setzen als erstes. Danke. Ja, könnte man auch drüber landen, ne? Aber...
Was mache ich denn? Ich mache Johannesbrot nach. Oh, ich habe sogar einen mehr. Gut. Du bist ja wählen. Vorher so, darf ich jetzt? Hä? Kann ich jetzt? Ja. Da war Dreck. Ich wollte Dreck wegmachen. Ja. Oh, das ist ein Pasch. Das war übrigens kein richtiger Wurf. Ich würde ihn nicht annehmen. Schon vierer Pasch in der Hand. Ich würde die auch nicht annehmen. Das ist voll blöd. Ach. Geil, Alter, das kommt genau dasselbe raus. Ja, es stimmt ja nicht, weil beim Pasch würfelst du nochmal. Ja, aber da hätten wir hier rauflassen können mit dem Pasch. Das wäre ja blöd gewesen, weil wir sind jetzt mal ein Geld weg. Ja, ist egal, welchen. Ich nehme es so oder so weg. Okay. Oh, das ist doch der Reihe. Jetzt müssen wir neu kalibrieren. Ja, nochmal das Spiel von vorne. Oh, oh. Ja, da kommen wir ja wohl auf Gelb, oder? Oh. So. Boah, Alter, richtig. Lass euch mal eine Lehre sagen. Ich hinterher. Ja, komm, Alter. So, ja. So, alles. Alter, Plugrumus, ey. Ja. Hammer! Und warum habt ihr 1000? Ja, alle, ja, weil wir reich gut sind. Ich verliere da sowieso. Also. Scheiß drauf. Oh, das kann ich verarschen. Ja. Ey, das ist ein Special-Feld. Oh. Du kannst es auch nicht annehmen, ne? Also. Nimm's an. Was ist denn das? Das musst du dann würfeln, dann passiert irgendwas. Ja, okay. Nimm's an, Alter. Ich will das wissen, was das ist. Okay. Er geht auf Risk. Risk. Dann musst du würfeln. Würfel doch mal. Mit einem Würfel. Oh, warte, falsche Sprache. Ich guck nochmal, ob das in der anderen Sprache auch so ist. Ja, mit einem. Vier. Der würfelnde Spieler gewinnt alles gesetzte Spielgeld der Mitspieler. Mich verarschen? Das kann nicht wahr sein. Ich hatte mich verlesen gehabt. Ja. Da stand, der würfelnde Spieler scheidet aus dem Spiel aus. Immer. Auch bei dem nächsten Spiel. Alter, wir haben gerade alle die Tausender gesetzt. Er sollte gehen und er wird aus Regal Tower Games gekickt. Ja, danke. Ihr seid dran. Also bin ich jetzt eigentlich draußen, wenn ich nichts mehr hab? Nee, du musst jetzt warten, bis du einmal rum bist, dann kriegst du wieder 50. Okay. Dann kann ich mir ja was zu essen holen. Ja, das noch stimmt. Thunfischsalat will ich nehmen. Ja? 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 Ja. Also ihr... Nee, komm, Alter. Thunfischsalat oder nichts. Alter, ich esse doch keinen Thunfischsalat. Ja, dann isst du halt nichts. Nee, das ist ja jetzt fies, du kannst doch nicht den anderen. Nur wegen den, aber Toasten dauert voll lange, weil wir haben so einen Toaster. Der macht das Toast nur von einer Seite. Überhaupt diese... Was soll denn das? Pass auf, die Sache ist die. Wenn ich jetzt anfange zu toasten, dauert das 6 Minuten. Weil eine Seite dauert 3 Minuten. Was ist das für ein verkackter Toaster? Ja, ich weiß. Ich verstehe auch nicht, warum man sich so einen Toaster kauft. Ich verstehe nicht, warum Fred überhaupt verlangt, dass du dir jetzt hier extra Mühe machst. Warum müssen wir das jetzt überhaupt aufnehmen? Ich finde das... Ja, dann holen wir jetzt gar nichts. So, fertig. Keiner kriegt was. Was ist das denn für eine Scheiße? Solidarität für alle. Ja, also sowas so läuft das hier. Sonst hätte ich nicht Trump gewählt. So läuft das hier. Plugrumus wohnt hier, der entscheidet das. Wir spielen jetzt weiter und Plugrumus geht weg. Also die Entscheidung von mir ist, wer Thunfischsalat möchte, kriegt welchen. Wer keinen möchte, kriegt keinen. Ehrlich. Gut, dann mache ich halt 50-50 diese Dings hier. Ach, ich würfel ja selber, ne? Das ist ja dumm. Aber dann habe ich alles verloren. Ne, ich bitte dann gucken, wer müsste ich jetzt wie Plugrumus warten? Die eine Sache behalte ich immer, das ist mein großer. Dann könntest du vielleicht vorher einen Toast machen. Eine. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Wohin? Da. Was ist das jetzt verzehnfacht? Ja. 10 mal 10 sind 20. 100. Und? Okay, dann brauche ich 100er. Und 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen eine Pause, wa?
Ein bisschen weitergekommen. Das ist der Einzige, der Danke gesagt. Und er hat nichts. Was habe ich gesagt? Danke. Der hat nichts. Was hast du gesagt? Danke. Danke. Ah, wie geil, Alter. Hab ich echt Danke gesagt? Einfach ganz kurz aus dem Splex. Siehst du? Genau so, so passieren sich so Geschichten. Ja, wir haben dich tausendmal gefragt. Wisst ihr noch, was passiert ist? Seht ihr, was ich, wenn ich irgendwas sage? Ihr müsst mich wirklich bewusst fragen. Du kriegst noch Geld. Ja, genau. Du kriegst 100. Ja, die hast du schon mal. Wir kriegen noch 5000. 5000? Müsst ihr mir vor 100 wippeln? Wir nehmen dieses Kleingeld hier. Ja, komm. Oh Mann, ist das behindert. Gut, ich passe. Mann, ist das behindert. Nehme ich nicht an. Oh mein Gott, ich bin so dumm. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh Gott. Oh. Wow. Oh, das war echt knapp, Alter. Ich hab nicht dran gedacht, dass grün das bedeutet. Ja, ich hab auch nicht dran gedacht, weil eigentlich das viel sinnvoller gewesen, dass ich das dann mache. Ja. Ja, hätte ich auch gemacht, eigentlich. Ja, aber ich hab da nichts gesetzt, das war die Karte. Na, früher spielt er mich schon wieder gemein. Wenn er dran ist, wartet er, was alle gesetzt haben und versucht dann das zu nehmen, wo alle alles verlieren. Hey, muss ich noch drauf achten. Hä? Hey, aber genau das ist das Spielprinzip. Deswegen, das ist das, was er daraus sieht. Das steht da sogar so drin. Man kann ja auch so spielen, dass man einfach guckt, dass man selber viel gewinnt. Einen Moment, in der Spielanleitung steht. Man kann das auch so spielen, dass es halt, ob man ein schlechter Mensch ist oder ein guter. So. Ich bin nicht dran. Doch, ich muss setzen. Ist natürlich schwer. Keine Ahnung. Was mache ich jetzt damit? Ach, steck dir das in den Arsch, Mann. Spaß. All in. Alles auf Risiko. Alles auf Risiko. Kennst du diesen Song? Also von Stefan Raab gibt's wirklich. Oh, nee. Doch! Ja. All in. Nein, warte. Doch, nee. Alles warte. Auf nee. Risiko. Vielleicht. Ich freue mich schon auf die Aufnahme, wo das ganze Geschmatze dann drauf ist. Ja, das ist echt voll professionell. Ja. Rocket Beans-like. Ja. Ich würde sagen, dass Rocket Beans so professionell ist. Ja. Naja, also was den Ton angeht, sind die ungefähr so verpeilt wie wir. Ja, dann haben sie sich vom Weihnachtsmann gewünscht, aber sowas macht er nicht. Tonprobleme? Ne. Weltfrieden? Ne. Wie lange wollen Sie das denn noch machen? Sagen Sie, das ist jetzt dieses Jahr, das letztes Jahr, ich habe keinen Bock mehr oder sind Sie noch motiviert? Ja, ich ziehe das durch. Bis zur Apokalypse, die ist ja nicht mehr weit. Oh, da haben Sie jetzt aber, das ist jetzt aber ein Spoiler, ne? Also das heißt, der Untergang steht bevor? Der steht bevor, ja. Jetzt also schon jetzt bald, oder? Ja, na selbstverständlich, schon auf dem Weg hierher. Und kennen Sie den? Ja, das ist ein Komet. Es gibt ja auch sogar, es ist ja auch tief verwurzelt in der Kultur. Es gibt ja auch Lieder. Ihr Kinderlein Komet, Komet, doch all. Guck mal, das war ein richtiger Furz. Fängst du wirklich welche? Ja, ich bin auch draußen. Ja, wir können alle, brauchen eigentlich alle gar nicht mehr würfeln. Warum? Ich würfel und setze zuerst. Ja.
Das wegschmeißen, wenn du willst. Nee, mach ich selber. Weg damit, mit dem Scheiß. Das ist ehrlich. Alles müssen wir selber machen. Wozu bist du eigentlich die Bank? Ich bin am Essen, auch in der Bank hat Mittagspause. Ja, ich nur eine. Mehrmals am Tag in die Mittag. Echt? Ja. So. Zwischen 11 und 14.30 Uhr. Zwischen 15 Uhr und 18 Uhr. Du redest hier, glaube ich, gerade von einer Hobbit-Bank. Nein. Ja, Hobbits haben ja zwei Frühstücke. Ungefähr ja, aber komischerweise ist das jetzt. Die haben ja nie auf. Was ist denn passiert? Hier. Du kannst auch nochmal würfeln. Hab ich schon. Ja, das ist doch gut, weil du kannst, dann musst du jetzt nochmal. Hab ich schon. Hey, du würfelst so oft bis Pasch und das musst du zusammenzählen. Ja. Ach so, ah, okay, gut. Oh! Aber vorher hast du auch schon nochmal gewürfelt. Nee, aber. Nee, hä, ich hab doch nur den Würfeldings zurückgenommen. Ja, den Pasch musst du zusammenzählen mit denen. Ja, das hab ich gerade gemacht. Sicher? Das war eine 8. Ja. Oder nicht? Oder war das 2-2? Das war eine 4. Ja, dann. Wie viel? Mal 100? Ja. Also. Schon mal ein Tausender, ne? Nee. Hä? Ich kann echt nicht rechnen. Warum bin ich eigentlich die Bank, wenn ich nicht rechnen kann? Ich weiß auch nicht, warum Fred das nicht macht. Ich kann auch nicht rechnen. Das hier sind die, das du bist doch hier der Mathematiker. Ja, 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 echt. Das ist sogar eine 67,7%ige Chance. Machen wir es gerade nochmal. Was kriegen wir denn über 100 mal 100 sind? 100.000. Warte mal, das müssten ja... 10.000, Mann! So. Seid ihr behindert? 4 Nullen müssen das nämlich sein. 4 Nullen? Aber das sind 100.000. So, du kannst dir ja auch jetzt eine neue Rentenkarte kaufen. Oh ja, bitte. Wie viel macht das? 10.000. So mehr Rentenkarten gibt es übrigens nicht. Macht Spaß für euch? Das Brot hat eigentlich schon gewonnen. Voll. Naja. Ja, man kann auch alles verlieren. Stimmt. Das ist schließlich aber der Sinn von. Weißt du, hätte ich 1 Million, dann könnte ich damit ein Imperium aufbauen. Millionen von meinem Papa. Ich habe nur mit 1 Million von meinem Papa habe ich sowas geschafft. Und dann werde ich Präsident. War das ein Zitat von Donald Trump? Nee, oder von Leuten, die Trump. Von einem Anhänger von Donald Trump. Er hat es mit nur 1 Million geschafft. Nur 1 Million. Also, der kam aus dem. Also fast kam aus ganz nichts, unten. Ne? Der hatte nur 1 Million von seinem Papa. Und hat sich den Imperium gemacht. Nur 1 Million. Abgefahrener Typ. Darf ich einen Pasch auch zurücknehmen als allerersten Wurf? Hättest du machen können, aber es ist wirklich so. Hab ich doch gemacht. Ein Anhänger. Hast du. Hast du hättest du sagen können. Ist es wahr? Ich hab's gedacht. Okay. Ja, ist es wahr. Ja, aber. Warum sollte ich das jetzt filmen? Hä? Warum sollte ich das? Du hast es erst danach gefragt, das hat dich entlarvt. Also, okay. Ja, weil ich geredet habe. Man, ist mir auch, man würde einen Achter, ein paar, also einen Acht nehmen. Was soll die Scheiße? Ja, warum nicht? Was ist denn passiert? Er hat zweimal gewürfelt, aber er hat vorher nicht gesagt, ob er den zurückzieht oder ob er den nochmal würfelt wegen dem Pasch. Ja, das muss man vorher sagen. Ja, und da er danach noch gefragt hat, ob man das darf. Okay. Oh nein, alles weg! Ja, das tut mir jetzt leid, aber du kriegst jetzt. Hab ich schon das für meine Rentenkarte gekriegt? Das ist doch gerade erst passiert, Mann! Ja, aber. Nein. Echt? Doch! Ich weiß nicht, warum ich hier ein Brettspiel mit mir alleine spiele, ey! So, jetzt kriegen wir 50. Alle 50 und sind wieder im Game, Alter! Ja, Mann. Geil! Jetzt geht's dir richtig ab, Alter! Lennart, echt mal hier. Konkludenz machen wir ihn. Ja. Das ist noch härter als Konkludenz. Wir sind voll die Konkludenten. Konkludenten. Was immer das auch sein soll. Ich zeige auf jeden Fall konkludentes Verhalten. Ich bin dran. Das heißt, Fuhr setzt. Oh, stimmt. All in. Echt? All in. Hier sieht man einfach ein. Du hast ja gar nicht All-In gemacht. Ja. Feigling. Feigling. Ja.
Nein, doch nicht. So. Das geht mehr. Nee. Ach ja, das war ja ein Pasch. Fuck! Okay, muss ich jetzt nehmen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gut, dass ich doch nicht alles gesetzt habe. Boah! Oh! Oh! Okay, du liest bitte vor, damit es für mich spannend ist. Ja, warte, weil ich muss auf die Seite so. Eine 2. Oh, Entschuldigung. Der würfelnde Spieler verliert alles gesetzte Spielgeld an die. Der würfelnde Spieler gewinnt 1000 von der Bank. Ja! Was passiert mit den anderen? Ja, die kriegen Geld wieder, ne? Gut. Da passiert nichts, ja. Ey, das ist voll dumm. Da ist die 3 ist auf in der Tabelle auf 2. Ja, das ist durcheinander irgendwie. Warum? Das ist voll dumm. Wer macht so ein Spiel? Das war aufregend. Ja, bitte next. Bitte setzen Sie, bitte. Ja, und jetzt? Setzen. Es geht jetzt weiter. Denk dann, bei Grün verliert man alles, was man nicht gesetzt hat. Was? Die Tele Karten. Ich weiß, was das ist. Das ist gut. Das ist so dumm, Mann. Oh Mann, ey. Ich muss mich erstmal wieder an diesen Humor gewöhnen. Ja, ohne Scheiß. Das ist echt. Wie ist es eigentlich auf dem Mars? Ja, schon ein bisschen anders. Auf jeden Fall ein bisschen kälter. Und was ging im Mond so letztens? Grün. Boah, ich hasse Grün, ey. Grün ist so kacke. Hallo? Das ist unsere Firmenfarbe. Wenn man dann früher wieder dann so kacke spielt, dann setzt er einfach nichts. Ich glaube, das bringt nichts, da lange nachzudenken, Alter. Ja, das haben viele gesagt, und dann waren sie tot. Ja, ist ja auch nur ein Spiel. Alles fängt im Spiel an. Hitler hat am Anfang auch gedacht, ich spiel mal ein bisschen. Ja, das ist mir voll die Hand gerotzt. Zu Recht, wegen diesem super grandiosen Witz. Ja. Nichts geht mehr. Nö. Siehst du? Ja, ihr habt trotzdem Glück. Scheiß Schmast, ey. Okay. Alles nicht gesetzte bitte an die Bank. Das Johannesbrot setzt als erstes, meine Damen und Herren. Ich setze nichts. Ich passe. So, den kann ich jetzt ablehnen, oder was? Könntest du, ja. Okay. Ja, warte, du musst ja nochmal würfeln dann. Ja. Ah. Du hast jetzt schon eine 2 und jetzt nochmal. Ich dachte gerade, ey. Hab ich auch gerade gedacht, ey. Oh. Okay. Oh. Oh. Was? Ja! Wie geil! Wir haben kein Glück. Richtig nice. Ach, mein Lieblingszettel. So. Ja, das Boot ist dran, das heißt, ich muss setzen. Macht damit hier. Ich gebe euch alles hin, macht damit, was ihr wollt. Was stand noch auf dem Zettel? Nichts. Sandwich. Sandwich! Zu. Hast du das so schnell abnutzt? Verliere ich mir, weißt du. Was ist das hier? Wo steht das denn? Das lag auf dem Boden. Möchte ich nochmal mit euch fragen. Das lag auf dem Boden. Warum steht da der Zettel, wo Sandwich draufsteht? Wo steht Sandwich drauf? Ach so, ja, das hat meine Mutter da mal gelegt. Nee, wirklich. Mein Sohn. Salami. Ah, ihr müsst euch das Essen dann immer so suchen mit den Zetteln. So. Ah, ich hab ein Zettel. Man kaut in den Raum so. Und sie so hinter der Tür. Ja! Das ist gar kein Fall! Sandwich!
langsam witzig. Oh Mann, ey. Ich weiß bis heute nicht, wie der da hingekommen ist. Ja, aber warum hat deine Mutter, du wusstest, dass deine Mutter den geschrieben hat? Aber warum? Ja, weil ich weiß, dass Mama immer Zettel schreibt. Zehn. Das kann sie dann ein, kann man dann einlösen. Ja, genau. Mama, ich hätte gern ein Sandwich. Hast du denn auch den Sandwich schon gefunden, den ich versteckt habe hier irgendwo im Haus? Vielleicht bei der Wäsche, wenn die doch nicht zusammengelegt wurde. Das ist eigentlich voll gut, oder? Ja, voll. Also, ich meine, warum weißt du denn, dass deine Mutter den geschrieben hat? Ja, weil das ihre Handschrift ist. Ja, aber warum schreibt sie denn so? Ja, warum soll ich? Warum müssen wir das jetzt eigentlich klären? Also, das ist auch schon wieder über ein Jahr. Ist ja, es ein Jahr her? Frag mal deine Mutter, bitte. Ruf die jetzt mal. Hol sie mal her. Wir machen ein Interview. Ich glaube, die kann da auch keine Antwort drauf geben. Schlagzeug. Drei Mixer. Ein Interface. Drei Mixer. Ein Kinderface. Das ist ein bisschen makaber. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, als ich das gesagt habe. Und dann kriegt jetzt wieder noch seine Wände. 1, 2, 3, 4, 5. Erinnert so ein ganz bisschen an Monopoly, ne? Findet ihr nicht? Also so ein bisschen. Hat auch Spielgeld, ne? Nein, wegen den Runden und auch mit der Ente und so. Also und das mit über losgehen. Ist ein bisschen, das ärgert dich nicht. Nimm halt auch Figur mit dem. Ist ein bisschen wie Mouth of Company, aber auf dem Spielbrett. Ist ein bisschen wie Kniffel. Gott, Alter. Wie man hier durch den Dreck gezogen wird, Alter. Du sagst irgendwas. Du bist komplett auseinandergenommen, Alter. Du bist komplett. Weißt du, du sagst eine kleine. Ja, aber dann nur eine kleine Auffälligkeit. Und dann wird das so komplett überspitzt, Alter. Boah. Richtig widerlich. Hau mir ab, Alter. Komm in der Mock hoch. Deine Mock. Gib mir mal dafür 10. Küsse? Ja. Ist doch wahr. Ja, du hast ja recht. Voll das Assi-Verhalten. Ja, das ist auch. Ja, Assi. Das ist doch nur für die Zuschauer. Eigentlich haben wir nicht viel. Normalerweise gehen wir auch viel netter mit denen. Also, ich finde, das erinnert eher an Roulette oder sowas. Ja, weil das so ein rundes Spielfeld ist, ne? Und farbig. Ach, können wir jetzt weitermachen? So, Brot, bitte. Entschuldigung, was? Setzen Sie. Ich. Ja! Nein, sowas sagen wir nicht. Kann man den nein. Du musst immer, wenn Flur mit Würfeln ist, darf man nicht setzen. Weißt du, ich frag. Dann setzt er alles. Das ist schwer. Aber gut, dass ich vor Flur bin. Dann kann ich gucken, was die machen. Dann weiß ich, was Flur macht. Das war kurz ein Selbstgespräch. Kommen wir auf Gelb? Keine Ahnung, ist jetzt egal. Ich kann das verlieren. Ja, sowas. Achso, ich muss setzen, ne? Mhm. 1000? Willst du nicht lieber 500 setzen? Das war so schlecht. Das war so schlecht. So. Soll ich jetzt oder wie oder was? Nichts geht mehr. Nichts geht mehr. Puh. 10.000. 100.000. Ich krieg 10.000. Ich krieg 10.000. Ich krieg 100.000. Ja, bitte einfach sagt jeder immer, was er kriegt, dann muss ich nicht rechnen. Jetzt will ich okay. 5 Millionen. Oh, jetzt kommt wieder das verkackte grüne Kackmakackfeld. Kackmakackfeld. Leute, was machen wir, wenn dieses Spiel nicht endet? Wann okay. endet das Spiel? Wenn man 1 Million im Besitz hat. Das ist. Ist das jetzt echt so? Das ist ja. der Sinn. In real life. Also du musst jetzt Aktien im Spiel irgendwas machen, dass du einen... Kauf ja. Aktien, Immobilien, ja. irgendwas. Irgendein Spaß, das ist nur Zeitvertreib, weißt du? Na. Lol. Okay, mach ich schon mal.
du dich? Alter. Also mir das eh alles egal ist. Du musst einfach nur Brot vom Silber fertig. Echt? Ist das heißt, gibt es die Chance auf die Million? Mhm. Ja, das heißt, wenn ich jetzt normal spielen würde, würde ich jetzt natürlich nicht setzen. Du spielst normal. So nee, aber ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Darum möchte ich jetzt auf 100 kommen. Das kann auch wirklich passieren. Okay. Juhu. Oh. Johannes Burg hat das Spiel gewonnen. Das war das spannendste Spiel, das wir jemals bei... Kann man den Check so überreichen? Das war besser als unser angespielter ja. Paint. Brauchen wir einen Check. Ja. Den Blumenstrauß noch so. Stimmt das? Ja. Wer bitte? Nein, 100.000 Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Gronkh. Denkt dran, eine Rentenversicherung ist wichtig. Euer Salazar. Ich kann das noch gar nicht begreifen. Wissen Sie, diese Summe, die schien so unendlich fern. Ich hatte zwischendurch... Okay, ich hatte nie nichts, weil ich einfach ein sehr guter Spieler bin. Aber ich hatte halt wenig die ganze Zeit und dann plötzlich... Pff, ich habe diese Chance noch nicht mehr erkannt. Hätte vorher mir das nicht mitgeteilt, hätte ich nicht mal gedacht, oh, wow. Weil ich ja so schlecht rechne wie Gonis auch. Aber ich freue mich jetzt. Ich werde die Summe natürlich für den guten Zweck spenden. An eine Hilfsorganisation, die heißt Crowdfunding Kill Donald Trump. Das habe ich gesehen im Internet. Und das spende ich damit der dieser Mensch, ich weiß gar nicht, wer das genau ist, aber wenn man da abstimmen kann. Ich bin immer für Gewalt. Ja, das war scheiße, das Spiel war total langweilig. Und immer diese Scheißblicke, ne? Mein Vorredner jetzt labert nur Scheiße und dann, weißt du, dann bist du selber im Interview und der verdreht die ganze Zeit die Augen. Als ob er besser wäre. Ich esse jeden Tag ein Stück Zucker, das macht mich krank. Beschissen, ey. Ich mag keine Glücksspiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand's nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, für Brot war es jetzt natürlich so die Lebenserfüllung wahrscheinlich, aber für mich war es einfach, ich kann dem leider nicht so viel abgewinnen. Ich war in meinem Leben noch nie so glücklich, endlich fertig zu sein mit einem Spiel. Der Witz ist beim Sprechen gekommen, fand ich sehr gut von mir. Ja, das war total kacke. Ich habe das früher mit meiner Oma gespielt, da war das voll gut. Ich glaube, sie hat mich immer gewinnen lassen. Tschüss. Ich habe noch eine Frage. Ja, Herr Regent Tower Games. Ja. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ich sehe mich im Spiegel. Richtig geil, Alter. Der war gut. Klasse. Danke. Guten Tag, ich spreche mit einer Banane. Ja, wer ist da? Ach, hallo, Bananenmann. Diese Banane fühlt sich an wie mein Penis. Ich esse jeden Tag ein Stück Zucker. Das macht mich krank. Extra Energy. Einfach schneller im Kopf. Alles auf Risiko. Ich brauch nur ein Bett aus Strom. Denn die Liebe. Mal's kaum.